Willkommen zur Analyse des Videos Willkommen im Linksliberalismus in eckigen Klammern KK Nummer 3 auf dem YouTube-Kanal Terrorzelle, der in der Beschreibung verlinkt ist. Das Originalvideo ist ebenso in der Videobeschreibung verlinkt. In dem von Terrorzelle besprochenen Video von Willkommen im Neoliberalismus geht es ausschließlich um den Kommentar einer Sylvie Arrogant, die schrieb, man kann auch ganz unextremistisch links sein, wissen viele Kommunisten wohl nicht. Der Sprecher stolpert leider sehr oft über seine eigene Zunge. Meine Mitschrift enthält daher einige Worte, die es in der deutschen Sprache zwar nicht gibt, die aber phonetisch korrekt in zum Teil unverständlichen Buchstabenkombinationen wiedergegeben werden. Na, dann helfe ich dir mal auf die Sprünge, lieber Erwin. Beginne jedes Gespräch mit der Verächtlichmachung deines Gegenüber. Der Begriff des Extremismus wurde vom rechten Verfassungsschutz eingeführt. Extremismus ist ein wertneutraler Begriff, der erst einmal nur ausdrückt, dass eine Person, eine Organisation oder eine Ideologie extreme Positionen einnimmt, die mitunter mit Fanatismus einhergehen. Aus dem Begriff oder seiner Nutzung im deutschsprachigen Raum eine politische Ausrichtung unseres Verfassungsschutzes ableiten zu wollen, ohne das mit glaubwürdigen Fakten zu untermauern, ist reichlich abwegig und mit Sicherheit keine besonders seriöse Behauptung. Um den politisch motivierten Willen zum Umsturz unserer neoliberalen Gesellschaft aus allen ideologischen Lagern als verfassungsfeindlich und damit kriminell einzustufen. Nun, der Umsturz unserer Gesellschaft verstößt gegen unser Grundgesetz und kann, entsprechende Aktivitäten vorausgesetzt, sogar Straftatbestände erfüllen. Die genuine Aufgabe unseres Verfassungsschutzes besteht darin, eben diese Tendenzen aufzuspüren, um Aktivitäten, die jedwede Art von Schaden anrichten könnten, bereits vor Eintreten des Schadensfalles zu unterbinden. Davon sind dann alle Aktivisten betroffen, die eine Gefahr für unsere oligarchischen Overlords darstellen. Wie viele Adelige haben in der BRD denn eine derart herausragende Machtposition, dass sie irgendwelche Aktivisten fürchten müssten? Die konservative Mitte bleibt durch ihre Konformität und ihren mangelnden Willen zur Umsetzung ihrer Ideale und Ziele oder auch einfach die Ignoranz gegenüber reellen Problemen unserer Gesellschaft verschont. Auch mehrmaliges Lesen bringt wenig Sinn in dieses Konglomerat aus sehr bedeutungsvoll klingenden Worten. Und ja, dazu gehören dann auch die Linksliberalen, die man eigentlich nicht als links betiteln sollte, denn wer keine Gefahr für die bürgerliche Mitte darstellt, spielt im Klassenkampf eine ähnlich relevante Rolle wie die Extinction Rebellion beim Klimaschutz. Es geht bei der hier angedachten Form der Linksseinigkeit also darum, eine Gefahr für die bürgerliche Mitte darzustellen. Hatte sich der Sprecher nicht gerade noch darüber beklagt, vom Verfassungsschutz beobachtet zu werden? Hier liefert er den Grund dafür frei Haus. Die zweite Frage ist, wo gibt es in der BRD Klassen, geschweige denn einen Klassenkampf? Doch, das ist genau, woran der Linksliberalismus appelliert. Unsere kapitalistische Demokratie bringt jeden Wahlkampf einen 95%igen Wahlsieg für das Großkapital. Es geht ausschließlich um die Aussage, man kann auch ganz unextremistisch links sein, wissen viele Kommunisten wohl nicht. Wie passt die Antwort zu dieser Aussage? Woraus leitet der Sprecher ab, dass Sylvie Arrogant linksliberal sei? Und was hat eine nicht belegte Behauptung bezüglich einer kapitalistischen Demokratie, bei der anteilig nur 5% jedes Wahlkampfsieges nicht dem Großkapital zugute kämen, mit Sylvies Aussage zu tun? In sachlichen Diskursen ist es üblich, merkwürdige, wenig sinnergebende Aussagen mit Fakten zu untermauern. Wer das nicht tut, stellt sich selbst nicht unbedingt als ein besonders glaubwürdiger Gesprächspartner dar. Keine einzige der etablierten linken Parteien will und kann die kapitalistische Gesellschaft überwinden. Warum sollte irgendein Mensch unsere gesamte Gesellschaft überwinden wollen? Was brächte es jemandem denn, sich gegen die Mitmenschen zu wenden,
die man zum Teil schon seit seiner Kindheit kennt. Da sie sonst direkt vom Verfassungsschutz verboten. Der Verfassungsschutz hat keine Befugnis, etwas zu verbieten. Das bleibt der Legislative vorbehalten. Diese Information könnte man jederzeit dem Bundesverfassungsschutzgesetz entnehmen, wenn man denn Interesse an einer sachlichen Diskussion auf Augenhöhe hätte. Und als Extremisten diffamiert werden würden, ähnlich wie die KPD damals. Wer unsere gesamte Gesellschaft überwinden will, hat die Aufmerksamkeit des Verfassungsschutzes mit Fug und Recht verdient. Du hast einfach keine Ahnung, wie dehnbar der Begriff Extremismus von unserem Allmann-Pendant der CIA verwendet wird. Einer der Sätze, die selbst nach dem 100. Mal anhören, keinen Sinn ergeben. Es geht nicht nur um Gewalt. Es geht ausschließlich um die Aussage, man kann auch ganz unextremistisch links sein. Wissen viele Kommunisten wohl nicht. Ich verstehe nicht ganz, wie man von unextremistisch auf Gewalt kommt. Ist da der Wunsch Vater des Gedankens? Es geht vor allem darum, belesene Marxisten aus der Gesellschaft zu treten. Das ist noch weiter von der Aussage, man kann auch ganz unextremistisch links sein, wissen viele Kommunisten wohl nicht, weg. Wie kommt man, ausgehend von Sylvies Aussage, auf derart abstruse Gedankengänge? Wir müssen uns das gar nicht vorstellen. Du musst für deinen Kommentar zu einer konkreten Aussage nicht auf eben diese Aussage und sonst auf gar nichts eingehen, ernsthaft? Erwin? In der verwendeten Form und in diesem Tonfall ist das nicht nur ein ad hominem Argument, sondern auch noch die Überhöhung der eigenen Position und Person. Durch Deutschlands Geschichte haben wir eigentlich ganz gut verstanden. Was hat Deutschlands Geschichte mit Sylvies Aussage, man kann auch ganz unextremistisch links sein, wissen viele Kommunisten wohl nicht, zu tun? Zu welcher Fraktion die antikommunistische? Wer hat den Sprecher dazu befugt, Menschen in Fraktionen einzuteilen und ihnen die Label kommunistisch und antikommunistisch auf die Stirn kleben zu dürfen? Damit beansprucht er die absolute Deutungshoheit über sämtliche das Linkssein betreffende Angelegenheiten. Ein Anspruch, der nach rationalem Nachdenken keinem Menschen auf diesem Planeten tatsächlich zustehen kann, da nichts im Universum allwissend sein kann. Es wird immer mehr Daten als verfügbaren Speicherplatz geben. Selbsternannte linke Held. Gibt es ein Geburtsrecht auf Linkssein, so wie Adelige sich auf ihr Geburtsrecht als Adelige berufen? Wenn nicht, wäre jeder ein selbsternannter Linker. Es sei denn, Linker wäre ein erlernbarer Beruf, respektive ein offiziell verliehener Titel wie Doktor oder Professor. Wenn es hart auf hart kommt und der Klassenkampf sich so intensiviert, dass ein Umsturz der alten Ordnung nicht mehr fern ist. Welcher Klassenkampf und welcher Umsturz? In der BRD gibt es weder das eine noch das andere. Stichwort: Wer hat uns verraten, die Sozialdemokraten? Das ist ein altes Märchen, an das einige Leute scheinbar immer noch glauben. Deine ideologischen Vorfahren. Ein typischer Fall von Ferndiagnose. Glaskugel oder Kaffeesatz? Wie sollte ich dieses ad hominem Argument wohl bei der Überzeugung deines Gesprächspartners weiterbringen, wenn du vom Augenhöhe-Level ohne jeglichen Grund auf die Pöbelebene wechselst? Haben sich mit der konservativen Mitte, zu der sie realistisch betrachtet selber gehört haben, und den aufsteigenden Nazis verbündet, um der bösen, bösen Gefahr der kommunistischen Revolution entgegenzuwirken. Das wäre dann die linke Version der Durchstoßlegende. Siehe Link weiter oben. Was hat das aber mit Extremismus zu tun? Was sie mit dem Niederschlag der Spartakusaufstände ja auch geschafft haben. Der Spartakusaufstand fand im Jahr 1919 statt. Die NSDAP wurde erst ein Jahr später, Januar 1920, gegründet. Etwas an den Ausführungen des Sprechers passt mit den Fakten wohl nicht ganz zusammen. Die Quellen, die ein Bündnis der Mitte mit der neu gegründeten NSDAP belegen, würden mich interessieren. Ebenso natürlich wie die Frage, was ein oder eine ist. Nur um dann später selber in das Fadenkreuz der Nationalchauvinisten zu geraten.
Welche Nationalchauvinisten? Welches Fadenkreuz? Wer oder was ist ein oder eine Nuromit? Karma! Nett, wenn man sich darüber amüsieren kann, dass anderen Menschen Leid zugefügt wurde. Das ist die wirkliche Lehre, die wir aus dem Fall der Weimarer Republik ziehen müssen. Wer ist wir? Und warum müssen wir aus irgendetwas irgendeine Lehre ziehen? Dass die heutige als extremistisch diffamierte Linke die einzige war, die Hitler hätte verhindern können. Ernsthaft? Wir schreiben 2021. Wie könnte die heutige Linke Geschehnisse im letzten Jahrtausend verhindern? Das Universum existiert nur im Jetzt und Zeitmaschinen wird es auf absehbare Zeit nicht geben, wenn überhaupt. Und unmissverständlich auch das Imperium der Europäischen Union. Auch dafür ist es etwas zu spät. Warum erinnert mich das jetzt nur so frappant an die AfD? Denn während meine ideologischen Ahnen wie Thälmann, Liebknecht und so weiter bereits früh vor Hitlers Aufstieg gewarnt haben, also hat dein ideologischer Arm ein ätherisches Körperteil bereits 1892, bereits früh, sollte schon 40 Jahre vor dem eigentlichen Geschehen liegen, vor Hitler gewarnt, als der gerade mal 3 Jahre alt war? Stehen ihre Nachkömmlinge auch heute schon im Konflikt mit unserer Scheindemokratie und misanthropischen Verfassung? Das mit der Scheindemokratie wäre erst einmal anhand einer faktisch belegten Ausführung herzuleiten, bevor man so tut, als ob das zum Allgemeinwissen gehöre. Da wir keine Verfassung haben, kann hier kaum das Grundgesetz gemeint sein. Um welche Verfassung geht es da also genau? Es ist der Bourgeoisie ernst damit, die Partei und die ganze Avantgarde der Arbeiterklasse zu zerschmettern. Welche Bourgeoisie, Arbeiterklasse oder Partei? Ist der Sprecher mental im 19. Jahrhundert hängen geblieben, in dem diese Begriffe noch eine Bedeutung hatten? Also nicht nur Vernichtung der letzten spärlichen Rechte der Arbeiter. Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz sagt, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Es gibt also de facto keine Ungleichbehandlung von Arbeitern, Angestellten, selbstständigen Beamten, sonstig Tätigen, Kindern oder Rentnern. Nicht nur Parteiverbot, nicht nur faschistische Klassenjustiz. Das war ein Jahrhundert früher und es war keine Klassen-, sondern eine Rassenjustiz. Sondern alle Formen des faschistischen Terrors. Auch das war im letzten Jahrhundert. Vergessen wir nie, dass dem Hitlerfaschismus die Regierung in die Hand gegeben worden ist. Das ist aber schon sehr weit von dem entfernt, was in den Geschichtsbüchern tatsächlich aufgezeichnet wurde. Wer anderen unterstellt, nicht die richtigen Schlüsse aus der Geschichte ziehen zu können, sollte schon dem Anspruch genügen, eben diese Geschichte den Tatsachen entsprechend wiederzugeben. Wegen seiner erklärten Absicht, erst die militärische Aufrüstung, dann das militärische Übergewicht zu erreichen. Das war schlicht und ergreifend nicht der Grund, warum Hitler an die Macht kam. Hitler wird einen Weltkrieg entfesseln! Immer noch falsches Jahrhundert. Hitler hat einen Weltkrieg angefangen und selbigen verloren. Ich hoffe, du wirst den Moment noch erleben, an dem ich mich meinen heroischen linksrevolutionären Vettern anschließe und pseudolinken bürgerlichen Hygienephobisten wie dir sagen kann: Ich hab's euch ja gesagt! Das ist das atypische Verhalten aller Verschwörungsmystiker, Extremisten und Fanatiker. Warte nur ab, bis wir das Sagen haben, dann! Nein, das hat absolut nichts mit Whataboutism zu tun. Rekapitulieren wir. Es geht immer noch um die Aussage, man kann auch ganz unextremistisch links sein, wissen viele Kommunisten wohl nicht. Der Versuch, ein anderes Fass aufzumachen, dessen Inhalt mit dem gerade Ausgeschenkten überhaupt nichts zu tun hat, ist also kein Whataboutismus? Nichts an der Extremismustheorie ist wissenschaftlich. Was hat das mit »man kann auch ganz unextremistisch links sein« zu tun?
Wir haben mit Extremisten aus anderen Ideologiekreisen nichts am Hut, außer dass wir die zentristische BRD gleichermaßen beschissen finden. Das, was alle Extremisten, einschließlich religiöser Fanatiker, eint, ist die Bereitschaft und das Bekenntnis zur Gewalt. Gewalt ist eine intrinsische Eigenschaft aller Extremisten, Fanatiker und Religioten. Genau das ist der Grund, warum es hier keine Differenzierung geben darf. Straftat ist Straftat, egal aus welchen Motiven sie begangen wird. Wenn man sich mal genau anguckt, wer die heutigen als Rechtsextremisten definierten Nazis zur Zeit des Deutschen Reiches maßgeblich unterstützt hat, müssten die jetzt alle mindestens 100 Jahre alt sein. Und welchen Parteien die Ex-Nazis nach ihrem Zerfall überwiegend zugelaufen sind, müssten die jetzt alle mindestens 100 Jahre alt sein. Stellt man sehr schnell fest, dass die konservative Mitte sehr viel mehr Schnittstellen mit dem Faschismus hat als jeder stramme linke Genosse, der mindestens 50 Jahre alt sein müsste. Du verstehst nicht, dass man Gewalt ablehnen kann und trotzdem vom Verfassungsschutz als Extremist verfolgt werden kann. Daran gibt es auch nichts zu verstehen, da im Bundesverfassungsschutzgesetz minutiös geregelt ist, wer unter welchen Bedingungen beobachtet werden darf und wer auf jeden Fall beobachtet werden muss. Und abgesehen davon hat Parlamentarismus ohne vorangegangenen gewaltvollen Umsturz der alten Ordnung, auch genannt Revolution, bisher noch nie etwas von geopolitischer Relevanz erreicht. Sofern man die Demokratie in Indien, die Osterweiterung der EU etc. als nicht von geopolitischer Relevanz definiert, stimmt das natürlich. Die Frage ist eher, wer solch eine Definition als allgemeingültig akzeptieren würde. Das fette anzugtragende Schwein verschluckt sich gerade am Kaviar. Soll das jetzt die ausgesuchte Menschenverachtung des Sprechers zum Ausdruck bringen, oder handelt es sich eher um tierquälerische Fantasien nach Feierabend? Wenn seine Untertanen sich streiten. Falsches Jahrhundert, falscher Ort. Ob sie sich die Freiheit erquatschen können. Wer Gewalt befürwortet, sucht überall nach Rechtfertigung für seine Ambitionen. Unsere politischen Feinde lehnen Gewalt nicht ab. Feinde hat nur, wer im Krieg ist. Wer in Feindbildern denkt, ist nicht fähig, Dinge objektiv zu beurteilen, da seine stark eingeschränkte Schwarz-Weiß-Sicht jegliches differenziertes Denken verhindert. Er hat angefangen, ist ein reichlich schwaches Argument zur Rechtfertigung der eigenen Gewalt. Weder die Rechten noch die bürgerliche Mitte, die die Staatsgewalt im Nacken hat. Wieso hat diese ominöse bürgerliche Mitte plötzlich die Staatsgewalt im Nacken? Ich dachte, die kollaboriert mit dem Staat. Du rennst gerade mit einem Klappmesser zu einer Schießerei. Mal ehrlich, wer freiwillig zu einer Schießerei rennt, muss gewaltig einen an der Waffel haben. Die Wahrscheinlichkeit, von einem Querschläger getroffen zu werden, steigt mit der Anzahl der bei dieser Schießerei eingesetzten Waffen. Normale Menschen werden den Teufel tun, sich solch einer unberechenbaren Gefahr auszusetzen. Na, wohl in deinem Fall wohl eher mit einer schriftlichen Petition zum Flächenbombardement. Der Sprecher liebt offensichtlich geschmacklose, menschenverachtende Scherzchen, denen jeglicher Witz fehlt. Zudem ist das einmal mehr eine Argumentation ad hominem. Der Sprecher scheint generell über sehr wenig Sachargumente zu verfügen. Also hier hat Erwin sogar ausnahmsweise recht. Also selbst hier kann der Sprecher sich das obligatorische ad hominem Argument und die damit eingehende Selbstüberhöhung nicht verkneifen. Narzissmus treibt seltsame Blüten. Nazis aufs Maul zu hauen ist regressiv und kontraproduktiv. Man muss dafür sorgen, dass der Nazi sich nicht anschließend als Opfer inszenieren kann, und dabei hilft die goldene Regel: Doppelt hält besser. Sei nicht zu geizig mit deiner Munition. Ich meine, ein sauberer Schuss in den Kopf. Hier ist der Sprecher zum ersten Mal wirklich ehrlich und gibt zu, dass es ihm ausschließlich darum geht, möglichst viele der zu Feinden erklärten Menschen umzubringen.
Um an der Stelle meinen Namen von etwaigen schwarzen Listen unserer uniformierten Freunde fernzuhalten, blende ich ein zusammenhangsloses Bild einer sowjetischen Ehrenfrau ein. Ich hätte jetzt eigentlich ein Bild von einem Gulag erwartet, das mit der Zahl der beim Umerzählen verstorbenen Insassen prahlt. Linke Ideologie ist eine Antwort auf Ausbeutung, Krieg, Not, Hunger, Faschismus und so on und so on. Wer hat das festgelegt? Gibt es da irgendwo eine Instanz, die die absolute Deutungshoheit über die Linksseinigkeit jedes Menschen innehält? Es ist kein Whataboutismus, wenn sich die beiden Dinge, die in Kollation gesetzt werden, bedingen. Ganz nach dem Motto, Hauptsache hübsch bunt und um was es geht, ist Nebensache. Ohne Kapitalisten, Nazis, allem dazwischen und in der Umgebung. Die Welt ist ja so schlecht, uns mit diesem Gesocks den ganzen Tag zu vergraulen. Müssten wir ja gar nicht für eine gerechtere Gesellschaft kämpfen. Wer ist wir? Ihr müsst wie alle Menschen gelegentlich etwas essen und trinken und ab und zu eure Blase und das Gedärm entleeren. Alles andere tut ihr aus freien Stücken. Kein Zwang, kein Muss. Da sie schon längst existent wäre, also sofern es Linke ohne ein Feindbild gäbe. Die gibt es. Silvi Arrogant ist eine davon. Was durch die Theorie der Dialektik aber vermutlich unwahrscheinlich wäre. Vermutlich bedeutet etwas nicht mit Gewissheit zu wissen. Wie passt das mit eurem Anspruch auf die absolute Deutungshoheit der Linksseinigkeit zusammen? Zu sagen, man kann linke Dogmatisten nicht mit feindlich gesonnenen politischen Lagern rechtfertigen, ignoriert Jahrzehnte von wissenschaftlicher Theorie. Das Erlernen der deutschen Sprache wäre sicher eine nützliche Bereicherung bei der Tätigkeit als Videoproduzent. Um welche wissenschaftlichen Papiere geht es denn genau? Und was sagen die Peer-Reviews zu den aufgestellten Thesen? An der Stelle, Erwin, kann ich dir nur empfehlen... Und mach mir den Atominem. Und mach mir den Atominem. Schalt dein Twitch ab. Und mach mir den Atominem. Und mach mir den Atominem. Fass zur Abwechslung mal ein Buch an, schadet nicht. Und mach mir den Atominem. Und mach mir den Atominem. Du schadest der linken Sache. Sagt jemand, der Gewalt verherrlicht und damit etliche Zuschauer vergrault, die dann doch lieber bei der AfD Schutz suchen, die nicht gar so offen zugibt, alle Andersdenkenden umbringen zu wollen. Wenn du nicht mal versuchst, unsere Punkte zu verstehen. Warum sollte sich irgendwer euer zusammenhangloses Gesülze, das aus einer erratisch zusammengewürfelten Kette hohler Phrasen besteht, die im Schnellsprechkontest heruntergerattert werden, freiwillig antun? Sachargumente habt ihr doch eh keine und auf eure Geschichtsklitterung, in der laufend die Zeitabläufe falsch dargestellt werden, kann man getrost verzichten. Und stattdessen den haltlosen Narrativen des deutschen Rechtsstaats nachspeichelst. Sprach der Feind unseres Grundgesetzes und beschwerte sich über die Beobachtung durch den Verfassungsschutz. Unser politischer Feind ist nicht nur am rechten Rand zu finden. Wer all seine Mitmenschen zu seinen persönlichen Feinden erklärt, hat früher oder später das Problem, die ganze Welt gegen sich zu haben. Erwin. Das ist die minderwertigste Form des Ad hominem-Arguments und die billigste Form der Selbstüberhöhung. Das wüsstest du, wenn du dich mehr mit linker Theorie auseinandersetzen würdest. Warum sollte sich irgendwer mit deinen persönlichen Hobbys beschäftigen wollen, den du gerade pauschal zu deinem persönlichen Feind erklärt hast? Du hast kein Problem damit, dass auf Linke und Rechte gleichermaßen ein Extremismusbegriff angewendet wird. Damit hat niemand ein Problem, der über ein gesundes Rechtsempfinden verfügt. Wenn man die Welt allerdings in Freund und Feind aufteilt, muss einem die selbst ausgeübte Gewalt zwangsläufig als etwas Gutes, die von Feinden ausgeübte Gewalt hingegen als etwas Schlechtes vorkommen. Selbst wenn in beiden Fällen vergleichbare Straftaten begangen wurden,
die vergleichbare Schäden anrichteten. Aber wenn man die antifeministischen, erzkonservativen, theokratischen Kapitalchauvinisten bei der CDU Nazis nennt... Objektiv betrachtet sprecht ihr mit dieser stark komprimierten Hasspredigt allen Mitgliedern der CDU pauschal das Menschsein ab, bestreitet aber gleichzeitig Extremisten zu sein. Pauschalisierungen dieser Art belegen aber nur eines, die abgrundtiefe Menschenverachtung derjenigen, die solche Hetzpredigten halten, respektive verbreiten. Reiß bei dir eine Sicherung. Deutsch ist eine schwere Sprache. Eine Sicherung brennt in unserem Sprachgebrauch durch, wenn der durch sie fließende Strom eine vorgegebene Stromstärke übersteigt. Das Ding, das man zieht, heißt Reißleine, mit der man einen Fallschirm auslöst. Eine Sicherung reißen ist also nicht nur extrem schlechtes Deutsch, sondern auch noch von der Sache her absoluter Unfug. Im Hintergrund läuft übrigens die ganze Zeit eine Liste aller ehemaligen NSDAP-Mitglieder, die nach 1945 in Parteien eingetreten sind, die du als bürgerliche, unextremistische Mitte betiteln würdest. Und was denkst du, wie viele Neonazis sich als Schafe getarnt im unextremistischen Raum in deine heilige Demokratie einschleichen, um sich auf den nächsten Massengenozid vorzubereiten? Falsch. Im Hintergrund steht inzwischen ein Auszug aus den STOPEN-Funktionsbibliotheken, der mit dem Thema des Originalvideos ebenso wenig zu tun hat wie die von euch eingeblendete Liste. Doch, es ist so einfach, Erwin. Diese ständigen Ad hominem-Argumente nerven tierisch. Braucht ihr das, um euch anderen gegenüber überlegen fühlen zu können? Oder was für einen Kick verschafft euch das? Die junge Welt wird vom VS als extremistisch eingestuft, weil sie die freiheitlich-demokratische Grundordnung durch ihre kommunistische Propaganda gefährden. Ihr gebt offen zu, dass sich diese Zeitung selbst zum Fall für die Beobachtung macht. Wo ist das Problem, wenn diese dann tatsächlich stattfindet? Wenn ich weiß, dass man bei Rotlicht nicht fahren darf, ich es aber trotzdem tue und auf dem Anhörungsbogen die Tat zugebe, darf ich mich nicht über Punkte, Geldbuße und Fahrverbot beschweren. Eine Zeitung. Um die Voraussetzungen für eine Beobachtung zu erfüllen, reicht bereits ein Brustschild mit entsprechendem Text aus. Oder willst du mir erzählen? Achtung, jetzt kommt ein Strohmann-Argument. Die Journalisten dort gehören allesamt anarchistischen Schlägertrupps an. Ist es nicht wunderschön? Klar kann gezielte Propaganda zu Gewalt führen, aber wie gesagt, es gibt keine pazifistische Ideologie in keinem Lager. Und wie schön Sie sich daran abgearbeitet haben. Auch du verherrlichst Gewalt. Und eine Ad hominem-Unterstellung hinterher. Durch deine bedingungslose Konformität mit diesem imperialistischen arbeiterfeindlichen Shithole namens Bundesrepublik. Und dann noch einmal die eigene grundgesetzfeindliche Gesinnung hervorheben und das verhasste Land, in dem man lebt, noch mit den vulgärsten Gossenslängen durch den Schmutz ziehen, um allen zu zeigen, wie sehr man auf Dinge scheißt, die allen anderen Menschen um einen herum etwas bedeuten. Wenn man als selbsternannter Linker... Und da ist er wieder, der Anspruch auf die absolute Deutungshoheit über die Linksseinigkeit jedes Menschen. Gegen den einzigen deutschen Staat ist... Achtung, jetzt kommt ein Karton. ...der keine Arbeits- und Obdachlosigkeit hatte, alle sonstigen Grundbedürfnisse befriedigte, sich nicht an imperialistischen Interventionen im Ausland beteiligt hat, der, obwohl er aus Ruin auferstanden ist und unter starken Sanktionen des Westens zu kämpfen hatte, bei einem Drittel der Arbeiter von Westdeutschland, der ohne starke Subventionen der Achsenmächte auskam und sich mit den dichten Grenzen gegen Coups der CIA schützen musste. Wer immer Sie auch sein mögen, Sie verherrlichen hier ernsthaft den Staatskapitalismus der DDR, der so toll war, dass seine Bürger geflohen sind, wann immer sich eine Gelegenheit ergab. Jener Staatskapitalismus, der auf müpfige Bürger folterte und auf Bürger schießen ließ, die das Land verlassen wollten, weil sie die Zustände nicht mehr ertrugen.
Der frisst den amerikanischen Aktionären ihre scheinheilige Propaganda regelrecht ungewürzt aus ihren blutigen Händen. Man fragt sich unwillkürlich, wo jemand ein derart menschenverachtendes Vokabular aufgeschnappt haben mag. Und verdient auch keine zukünftige Inklusion in linke Debatten. Und eine weitere Wiederholung des Anspruchs auf die absolute Deutungshoheit über die Linksseinigkeit jedes Menschen. Wenn er die Gegenstandpunkte einfach ignoriert. Was ihr hier vortragt, ist kein Standpunkt, sondern eine Abfolge von Hasstiraden und Hasspredigten. Da wird selbst ein Piervogel neidisch. Ah, da schon der nächste Fehler. Und die x-te Wiederholung des Anspruchs auf die absolute Deutungshoheit über alles und jedes. Sie scheinen sich für den Nabel der Welt zu halten. Im kapitalistischen System leben wir jederzeit in einer Diktatur der Bonzen. Und die x-te Wiederholung der immer gleichen Verschwörungsreligion. Der reichsten Klasse. Klassen gibt es ebenso wenig wie Rassen. Das sind rhetorische Spielchen, die nur dazu dienen, den zu Feinden erklärten Menschen das Menschsein abzusprechen, um den Schergen der jeweiligen Ideologie die Hemmschwelle zum Ermorden dieser Nichtmenschen zu nehmen. Die mit Lobbyarbeit im Hintergrund die Fäden zieht. Das ist das typische Narrativ einer Religion. Keine Fakten, keine Quellen, nur der blinde Glaube. Um sich noch stärker zu bereichern. Das geht auch ganz legal. Dazu braucht man keine Verschwörungsszenarien. Und dem Befreiungskampf der Arbeiter entgegenzusetzen. Das ist sowas von 19. Jahrhundert, dass man es als Retro verkaufen könnte. Zu denken, eine Diktatur sieht zwangsläufig so aus wie die Beispiele aus dem vorherigen Jahrhundert, spielt unseren heutigen Unterdrückern regelrecht in die Hände. Sie haben längst einen Weg gefunden, uns in dem Schein einer freien Existenz zu lassen, während die einzige Freiheit, die wir besitzen, die Auswahl aus 300 verschiedenen Zahnpasta-Geschmäckern und des Kreuzes beim Kästchen des nächsten geschmierten Pseudo-Volksvertreters ist. Und eine weitere Hasspredigt wieder die Zivilisation. Das mag dir jetzt vielleicht nicht so vorkommen, und ein weiteres Ad hominem zur Selbstüberhöhung. Weil du es A. nicht anders gewöhnt bist. Und erneut der Anspruch auf absolute Deutungshoheit. Und B. zu dem am wenigsten marginalisierten Person im Westen gehörst. Und noch ein Ad hominem. Es gibt zwangsläufig nur eine Diktatur des Proletariats oder eine Diktatur der Bourgeoisie. Zur Abwechslung das Schwelgen in Gewaltfantasien. Und du hast dich für die Kaviarfresser entschieden, Erwin, Glückwunsch. Und drei weitere Ad hominems zum krönenden Abschluss. Du bestätigst gerade die Aussage des Genossen. An Gewaltverherrlichung kann man kaum etwas beschädigen. Du bist so privilegiert. Und noch ein Ad hominem. Dass du nicht im Fadenkreuz der identitären Bewegung stehst. Und einmal mehr eine unbelegte Behauptung. Und ihren Hass auf Flüchtlinge und Immigranten so verharmlosen kannst. Und gleich noch eine nicht belegbare Behauptung hinterher, dass der Zuschauer auch ja keine Zeit zur Besinnung finden kann. Ich hoffe, Martin Sellner hat deiner Date-Anfrage zugesagt, Erwin. Zur Abwechslung mal ein Todeswunsch und gleich noch ein Ad hominem zur Selbsterhöhung hinterher. Du scheiterst komplett am Toleranzparadoxon. Es ist eher so, dass ihr, wer immer ihr auch sein mögt, daran scheitert, dass ihr euch in aller Öffentlichkeit zur Gewalt bekennt. Wir hatten schon so viel Gewalt in diesem Land. Das will einfach niemand mehr. Nicht wir haben den gewaltvollen Diskurs angezettelt. Richtig. Der hat sich ganz von selbst aus der Tatsache ergeben, dass niemand mehr Bock auf offene Gewalt hat. Ob das nun ihr, die Linksextremen, die anderen von den Identitären, Rechtsextremen, Reichsbürgern und weiß der Teufel, wie sie sich alle nennen, oder die ganz anderen von der Religiotenfront seid. Packt euren Hass und eure Gewalt und sucht euch woanders einen Spielplatz, auf dem ihr euch gegenseitig ermorden könnt, wenn nichts anderes in euren Matschbirnen ist als blanker Hass und Mordgier. Nein, wir versuchen den permanenten gewaltvollen Diskurs zu stoppen.
Das merkt man an der stetigen Eskalation der Gewalt, die erst dann ein Ende findet, wenn der letzte von euch einsitzt oder vom Klassen- oder Rassenfeind ermordet wurde. Und linke Theorie und Geschichtsverständnis zeigen uns, dass dies nur mit Gegengewalt erreicht werden kann. Euer Geschichtsverständnis, das ihr Geschichtsklitterung pur darstellt, könnt ihr euch mitsamt eurer Gewalt schnappen und damit einen Abflug machen. Tanzania soll sehr schön sein, sagt der Lügenbodo. Jesus hat es auch nichts gebracht, seine linke Wange auch noch hinzuhalten. Er ist am Kreuz krepiert und hat Mitschuld an der Entstehung des Christentums. Wie gesagt, Geschichtsklitterung pur. Es ist extrem unwahrscheinlich, dass es den Protagonisten der Christusmärchen jemals gab. Stichwort schnellstmöglich, Erwin. Das millionste Ad hominem Argument. Mann, ist das langweilig. Was denkst du? Gefolgt von einem weiteren plump zusammengepriemelten Strohmann. Wie lange die Flüchtlinge, die vor unseren Grenzen an der Festung Europa saufen, warten wollen, bis wir aufhören, ihre Märkte durch aggressiven Handel zu zerstören und ihre Länder ins Mittelalter zu bomben, um das westliche Feindbild des dschihadbereiten Moslems aufrechtzuerhalten. Der an wirklich widerlichen, menschenverachtenden Scheinargumenten abgearbeitet wird. Was denkst du? Gefolgt von einem weiteren Strohmann. Wie scheißegal es den jugendlichen Obdachlosen hier wäre, wenn sie eine Gratiswohnung und einen gesicherten Job und Zukunft von der SED bereitgestellt bekämen und im Gegenzug nur auf Bananen und Jeanshosen verzichten müssten. Der sich an einer weiteren Verherrlichung der DDR ergötzt. Das menschenunwürdige Hartz IV wurde vom ersten Kabinett Schröder eingeführt, der ersten SPD- und Grünregierung Deutschlands. Geholfen hat das niemandem, es hat nur die Statistik der BRD etwas aufgehübscht. Es folgt der Beweis, dass ihr von Geschichte wirklich keinen blassen Schimmer habt. Die Hartz-Reformen haben in der BRD den größten Billigstlohnsektor Europas etabliert, in dem arbeitslose Menschen dazu gezwungen werden, ihre Arbeitskraft weit unter den marktüblichen Lohn anbieten zu müssen. Die Konsequenz daraus ist, dass Tariflöhne diesen Billigstlöhnen weichen und somit alle armen Menschen im Lauf der Zeit immer ärmer werden, da die Inflation nicht mehr durch adäquate Lohnsteigerungen kompensiert wird. Offensichtlich sind diese Zusammenhänge euch, den belesenen Theoretisierern, von der marxistisch-leninistisch-maoistischen Volksfront von BRD-NA gar nicht bekannt. Oder war das die Volksfront der Marx-Lenin-Maoisten oder doch eher die Mao-Am-Front des deutschen Volkes? An deinem Beispiel sieht man doch sehr gut, dass es wichtig ist, linke Theorie zuerst oder zumindest nebenbei zu studieren. Ist es das oder wollt ihr euch hier nur einmal mehr als die Instanz mit der absoluten Deutungshoheit über alles feiern, um toll dazustehen und euch wie King Kong mit den Fäusten auf die Brust trommeln zu können? Bevor man das Maul aufmacht und sich öffentlich mit seinem radikalen Unwissen blamiert. Jetzt habt ihr sogar noch ein Oxymoron geschaffen. Unwissen ist Wissen, das nicht vorhanden ist. Wie kann etwas, das gar nicht vorhanden ist, radikal sein? Wenn du denkst, beim Linkssein geht es nur um kleinbürgerliche Symptomsbekämpfung. Nein, es geht einzig und alleine um eine gepflegte Sprache. Das unterscheidet uns von den Dumpfbacken der Rechten. Wer beim Zusammenfügen von Symptom und Bekämpfung ein extra S zwischen beide Begriffe hängt, kann kein Linker sein. Siehste? So einfach holt man sich das Monopol über die Deutungshoheit der Linksseinigkeit zurück. Anstatt um den sozialistischen Aufbau und der Bekämpfung seiner Feinde. Euer Problem ist, dass wir normalen Menschen unsere Mitmenschen nicht zu Feinden erklären. Damit wird euer Kampf zu einer Privatveranstaltung, an der sich nur ein kleines elitäres Häufchen beteiligt. Das schreit zwar laut wie hunderte normale Menschen zusammen, aber wie Gida Gida bereits so schön schrie, vier sind kein Volk, vier sind kein Volk. Dann gehörst du auch zum Feind.
und mit ihm etwa 83 Millionen anderer normaler Menschen. Und welche Chancen rechnet ihr 301 bisschen 1000 euch bei eurem Kampf gegen uns, das echte Volk, so aus? Nein, Erwin. Vom ständigen Wiederholen werden eure Atominem-Argumente keinen Deut besser. Es geht beim Linkssein darum, dass man Mieten komplett abschafft. Und wer baut dann die Häuser? Es sollte also ehrlicherweise heißen, dass man das Wohnen komplett abschafft. Und den Arbeitsplatz demokratisiert und ein bedingungsloses Einkommen etabliert. Und wo soll das Geld für dieses bedingungslose Einkommen herkommen? Also Vermieter und Chefs komplett abschaffen. Wie alt seid ihr? Erst 8 oder doch schon 9? Die nichts für die Gesellschaft tun, außer ihren Errichtern die Früchte ihrer Arbeit zu stehlen. Da ist es wieder das Problem mit unserer Muttersprache. Kompromissbereitschaft führt mit jedem Schritt, den wir dem Arbeiterfeind entgegentun. Welchem Arbeiterfeind? Dazu, dass er 2 Schritte zurückweicht, kann man, denke ich, sehr gut am Beispiel Demokraten und Republikaner in den USA sehen. Und das hat mit der BRD was genau zu tun? Warum nicht die Inka und die Errichter der großen Mauer? Du beschreibst gerade absolut die Errungenschaften der DDR, Erwin, Digga, wirklich, informier dich, please, boy. An eurem Deutsch müsst ihr wirklich noch arbeiten. Selbst Elia Tabere ist besser. Und der redet auch noch schneller und wesentlich verständlicher als der Bub, der eure Elaborate lieblos herunterhaspelt. Flüchtlingshilfe ist gut, ja, aber es ist nur Symptomsbekämpfung. Das altbekannte Problem mit unserer sonst so wundervollen Muttersprache. Und wird kein zukünftiges Leid verhindern, solange wir noch mit den Verursachern friedlich koexistieren und die Wurzel des Problems nicht anständig analysieren. Das Problem daran ist, dass es, wie hier immer wieder aufgezeigt, mit eurer Fähigkeit, Dinge zu analysieren, nicht besonders gut bestellt ist. Wie schon Linders Christian so schön sagte, das sollte man den Profis überlassen. Der Appell, zuerst zu handeln und danach zu denken. Wer außer euch tut denn so etwas? Ist genau der Grund, warum Mao Zedong während der Kulturrevolution einige Fehler gemacht hat. Mama ist halt nicht immer die beste aller gebenedeiten Weiber. Oder so. Er war zwar schlau genug, diese Fehler anschließend zu reflektieren. Was für eine Intelligenzbestie eure Gottheit doch ist. Da schaut besagter Jesus, den es wahrscheinlich eh nicht gegeben hat, richtig blass dagegen aus. Und seine Nachfolger konnten dank seiner Alphabetisierungskampagne den Marxismus-Leninismus auch genug studieren. Mythos, Mythos, du musst wandern von einem Linken zu den anderen. Ernsthaft. Jene Parteibonzen, die nach Mao zu Chinas Diktatoren wurden, konnten nur lesen, weil der göttliche Mao ihnen diese Fähigkeit eingehaucht hatte? Um diese Fehler auszubessern, aber wir wissen ja, wie Mao in der breiten Bevölkerungsmasse gerade dasteht, so, ne? Vor allem in Deutschland. Das mag daran liegen, dass euer Idol das Leben von Millionen Menschen auf dem Gewissen hat, die bei der großen Umerziehung während der Kulturrevolution, die die Kultur der Chinesen vernichten wollte, eines nicht natürlichen Todes gestorben wurden. Abschließend dann noch ein Zitat von ihm. Ein habe ich noch. Nehmst du zu Herzen, Erwin. Ach, wie werde ich eure Ad hominem-Argumente nicht vermissen, wenn dieses Video endlich zu Ende ist. Und übe dich in der Gabe der Selbstreflexion, einer der marxistischen Tugenden. Ihr hättet euch besser an die deutscheste aller Tugenden halten sollen, unsere gepflegte Muttersprache. Über Maos Gewaltverherrlichung muss man kein Wort verlieren. Und selbst heute ist die chinesische Form der Diktatur mit ihrer totalen Überwachung aller Bürger nicht unbedingt ein leuchtendes Beispiel für eine Gesellschaft, die frei von jeglichem Zwang ist.
Vergleicht man China mit der BRD, muss man schon extrem verbohrt sein, wenn man die dortigen Zustände ernsthaft als Errungenschaften anzupreisen versucht und ein Leben unter den Augen von Milliarden Kameras dem Leben in gar so verhassten Westen vorzieht. Fazit: Das besprochene Video, das antrat, einen YouTuber zu widerlegen, sich dann aber ausschließlich an der Verbreitung extrem eintöniger, teilweise widerlicher Ad hominem-Argumente ergötzt, das mit etwas Geschichtsklitterung und sehr viel Hasstiraden und Hasspredigten gespickt ist, massiv durch unbelegte oder offensichtlich falsche Beschuldigungen und Unterstellungen auffällt, wäre des Anschauens nicht wert, wenn es nicht auf meinem Kanal angepriesen worden wäre. Da ich Gewaltverherrlichung und penetrante Hetze zu gewalttätigen Umstürzen in dem Land, in dem ich lebe, nicht gutheißen kann, habt ihr, die Produzenten dieses Machwerks, nun eine Antwort, auf die ihr wieder in gleicher, völlig unprofessioneller Weise antworten könnt. Ebenso gut könntet ihr natürlich eine qualifizierte Erwiderung verfassen, die auf das eingeht, was ich gesagt habe, statt sich einmal mehr an persönlichen Beleidigungen und Unterstellungen zu ergötzen, wie ihr es in dem hier besprochenen Video mit Erwin getan habt. So etwas tut man in der Regel ja nur, wenn man über kein einziges Sachargument verfügt, dass man gegen die vom Gegenüber vorgetragenen Argumente in die Debatte einbringen könnte, womit man letztendlich immer nur die eigene Inkompetenz übertünchen will, um die eigene Ohnmacht nicht gar so offensichtlich erscheinen zu lassen. Für meine normalen Gäste, danke, dass ihr euch das bis hierher angetan habt. Ich bin aber niemandem gram, wenn er, sie, es sich so etwas gar nicht erst antut. Es kommen auch wieder andere Videos, die eure Aufmerksamkeit eher verdienen. Versprochen. Disclaimer: Wer unbedingt geldlos werden will, ist hier falsch. Ich bin nicht käuflich und komme auch ohne Spenden und Geschenke über die Runden. Meine Inhalte geben entweder mein Wissen weiter oder spiegeln meine ganz persönliche, nicht von Geldgebern, Interessengemeinschaften oder Parteien beeinflusste Meinung wider. Sollte sich die zufällig mit der einer Institution, Organisation oder Einzelperson decken, ist das reiner Zufall und dürfte spätestens beim nächsten Thema mit hoher Wahrscheinlichkeit davon abweichen. Bottoms up!